Mahlzeit, herzlich willkommen beim Right Reel Video Magazin und einem neuen Right Reel Talk Video. Und diesmal geht es um den Nazi-Park, das Phantasialand. Ein Thema, was gerade irgendwie ziemlich steil geht und ich eigentlich nichts dazu machen wollte, weil ich es total lächerlich und nicht relevant gefunden habe. Aber selbst Spiegel und keine Ahnung wer alles ist darauf eingegangen. Und bevor ich wieder von euch böse Nachrichten bekomme, warum ich da nichts zu sage, sage ich jetzt auch was dazu. Und wer es nicht mitbekommen haben sollte, ich glaube gestern war es, hat irgendein komischer Dude getwittert, dass er im Phantasialand einen glatzköpfigen Menschen gesehen hat mit Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln und Thor Steiner Klamotten. Und daraufhin ist er nicht den Weg gegangen, das Phantasialand zu fragen, warum denn so jemand in den Park gelassen wird, sondern hat das Ganze getwittert. Das Phantasialand hat darauf auch reagiert und hat damit geantwortet, dass solange Leute sich an die Park- und Hausordnung halten, diese auch in den Park kommen dürfen und das Phantasialand nicht am Eingang aussortiert, wen sie in den Park lassen und wen nicht, denn fürs Phantasialand ist jeder erstmal gleich. Ist eventuell nicht die eleganteste Antwort darauf, weil das natürlich eine Gruppe ist, für die nicht jeder gleich ist, aber für die, die es nämlich nicht wissen, sollten wir das vielleicht erstmal erklären, was Thor Steiner ist. Nämlich, das ist mir auf jeden Fall am meisten aufgefallen, dass nämlich wirklich fast keiner mit dem Begriff Thor Steiner was anfangen kann. Thor Steiner ist eine Modemarke, die überwiegend, ich sag mal zu 99% von rechtem Gesindel getragen wird und sich damit quasi nach außen gezeigt wird, dass man zu diesem Pack gehört. Und da ist ja schon das Problem. Das weiß einfach nicht jeder. Es wissen nur Leute, die sich damit irgendwie beschäftigen, auseinandersetzen oder mit diesen Szenen in Kontakt getreten sind schon. Also ob links oder rechts. Auf jeden Fall ist jetzt ein riesen Shitstorm über das Phantasialand mal wieder hereingebrochen, dass die Nazis in den Park lassen würden, das tolerieren würden, dass Nazis durch den Park laufen. Und das ist ja einfach gar nicht so. Es arbeiten 50, 55 verschiedene Nationen im Phantasialand. Das ist ein offener Park, der nicht ansatzweise Nazis cool findet. Und ja, der Typ ist halt über Twitter gegangen, statt das Phantasialand direkt zu kontaktieren, weil er den Bonehead kurz nur im Park gesehen hat und ich weiß nicht, das ist halt auch, dann geh doch irgendwo zu einem Parkmitarbeiter und sag, ey, guck mal da, das ist ein Nazi, schmeiß den mal raus und nicht twittern, keine Ahnung, ist vielleicht heutzutage gang und gäbe, aber was ich halt gar nicht verstehe, ist dieser Aufschrei dem Phantasialand gegenüber und dieser Shitstorm, weil willst du jetzt wirklich jeden Mitarbeiter briefen, dass die jetzt erstmal jeden kontrollieren müssen, was die für Klamotten tragen und es gibt einfach mal so dicke Bücher, wo irgendwelche Geheimcodes drin sind, woran man irgendwas erkennen könnte. Natürlich sind weiße Schnürsenkel in Springerstiefeln sehr plakativ und die Marke Thor Steiner auch, aber hatte der eventuell eine Jacke an, die geschlossen war, als er in den Park gegangen ist und wie gesagt, kennt das einfach keine Sau. Früher war auch Lonsdale so verschrien und die böse Nazi-Marke und Lonsdale macht sich stark gegen rechts und hat jetzt auch langsam mal bei der allgemeinen Bevölkerung Anklang gefunden, dass das so ist, aber natürlich ist Thor Steiner Rack und man kriegt es auch nur in irgendwelchen komischen Szeneläden, aber keine Toleranz gegenüber rechts, absolut nicht, keine Frage, aber so ein Shitstorm auszulösen, weil ein Nazi sich in den Park geschlichen hat, keine Ahnung, ey, das ist doch, das wäre genauso, als ob man jetzt Aldi an Pranger stellen würde, ey, bei euch kaufen Nazis ein, ihr seid voll der Nazi-Laden. Was ist das denn? Das macht doch keinen Sinn. Klar, Phantasialand-Bashing ist voll im Trend und wir haben Off-Season, ihr habt alle nichts zu tun, aber wenn ihr nichts zu tun habt, guckt die Videos hier auf dem Kanal. Ja, einfach mal kurz mein ganz kleines Statement zu dem Ganzen, damit ich da was zu gesagt habe. Eure Meinung gerne in die Kommentare, da können wir dann gerne weiter diskutieren. Und ich verstehe es halt nicht, warum da so eine Aufregung ist. Das Phantasialand hat irgendwie nichts gemacht. Es ist einfach nur da und hat keine Einlasskontrollen. Das ist, weißt du, so eine Einlasskontrolle, was für Klamotten die Leute tragen, gibt es bei bestimmten Fußballvereinen im Stadion, bei bestimmten Bands am Einlass zum Konzert. Da gibt es dann extra Mitarbeiter, die da stehen und nur auf sowas achten. Aber das ist ein Freizeitpark. Was? Klar haben da Nazis nichts zu suchen und Nazis haben auch keinen Spaß eigentlich. Deswegen verstehe ich auch nicht, was da ein Nazi will, aber
Mich würde es auch nicht wundern, wenn das irgendeine inszenierte Scheiße von irgendwelchen Hatern ist. Ohne Spaß. Ich traue euch inzwischen da alles zu. Das ist nämlich alles ein bisschen crazy geworden. Das ist voll die Nerd-Szene und dann passieren so Sachen. Ich gehe kaputt. Das reicht, mein Statement dazu. Euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns trotzdem morgen um 18 Uhr wieder hier auf dem Kanal zu einem neuen Video. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Red Review Magazin. Peace.